Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Wieder mit dabei der Mulle. Hallo. So, wie in der letzten Folge angekündigt, wir machen heute mal weiter mit ein bisschen Witchery. Jo. Gut, Witchery. Was brauchen wir für Witchery? Wir brauchen einen Witch's Oven. Der ist nicht wirklich schwierig. Können wir dann einfach mal gerade hier das wundervolle ME-System benutzen, was gerade der liebe Mulle am Einräumen ist. Ja, das wurde auch echt mal Zeit, dass wir das Mist hinkriegen. Ja, das ist echt so. So, Witch's Oven ist fertig. Und was wir dann noch gebrauchen können, wir können ein paar Clay Jars gebrauchen. Die werden ganz einfach so gemacht. Kann sein, dass wir vielleicht mal ein bisschen Clay nachfahren müssen, aber das geht auch über Botania ziemlich easy. Alter, jetzt haben wir jetzt hier ein paar Goldnuggets. Das ist immer noch. Na, scheiß auf die Goldnuggets jetzt im Ernst. Wir bräuchten zumindest drei, sag ich mal. So, und da haben wir es auch schon. Vielen Dank. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Treibstoff. Da können wir hier ein bisschen sonst der Kohle mal nehmen. So, was wir nämlich jetzt machen ist, haben wir hier ein paar Setzlinge. 5 Oak Saplings. Wow, das ist die Welt. Spruce brauchen wir auf jeden Fall. Und das Dark Oakwood eigentlich auch. Was rausfiltern. Fuel führen, das ist also so eine Niete, sag ich mal. Okay. Dann, wo ist denn... Ach stimmt ja, meine Lampe ist ja durch den... Dann machen wir nochmal gerade hier schnell eine Lumber-Ex fertig. Das. Es ist scheißegal, dass er aus Stein ist. Puff. Na. Puff. So. Also. Ich habe hier drüben mal schnell eine kleine Hütte aufgebaut und wieso ist hier noch ein Holz? Alter, hier hüpfen schon wieder die Slimes rum. Okay, also, gehen wir mal. Warte mal, der Zylinder auf. Jetzt ist es mein Zylinder. Doof. Ich glaube, Slimeballs kann man auch ziemlich gut brauchen. Und dann fällt mir jetzt wieder ein, wie viel wir überhaupt haben an Slimeballs. So, also. Witch's Oven. Den stellen wir hier hin. Da packen wir die Clay Jars rein. Die Kohle. Aber bitte hier. Was wir dann jetzt erstmal machen. Wir haben ja vor kurzem eigentlich den Wald erstmal entfernt, weil er uns auf die Eier ging. Und jetzt machen wir einen neuen Wald. So muss das sein. Jo. Und zwar brauchen wir ziemlich viele Pflanzen, weil Witchery ist so ein Mod, der basiert eher auf Natur. So. Hoffen wir mal, dass jetzt hier so ein paar Bäume mal gefällt werden. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Birken. Die können wir uns auch mal genehmigen. Ich wundere mich aber, dass wir so wenig Setzlinge haben. So ziemlich das, was wir am meisten haben sollten. Kommt es gerade noch so vor, oder bin ich ein bisschen am... Oder mein Internet gerade nicht so eine Glanzleistung? Keine Ahnung. Ja, kann vielleicht irgendwie gerade auch ein bisschen am Client liegen. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt einiges an Setzlingen, wie schon gesagt. Und hier ist noch gar nichts. Ah, warte mal. Wir können ja den hier machen. Da kommen ja auch diese Dinger dann trotzdem raus. Ich bin ja doch nicht so ganz blöd, wie ihr manchmal denkt. Nur halb so blöd. Ah, das machen wir mal in der richtigen Form. Komm, das brauchen wir nicht. Kann man das Ganze schon mal ein bisschen beschleunigen.
und so ein paar Setzlinge rausfiltern. Ja, das geht doch schon ganz gut. Kann man eigentlich auch irgendwie die Leaves da noch rausfiltern, dann sag ich mal? Nee, sieht nicht so aus. Ah, schauen wir mal, was wir machen. Wow, wow, Leaves. So, hier war aber auch noch. Jawohl, ja. So. Das sieht auch sehr schön aus. Dann können wir auch gleich mal schauen, ob schon... Oh, Alter, da wäre ich fast runtergefallen. Alter, hier ist auch noch Oakwood. Machen wir nochmal den hier, holen uns da die Setzlinge raus. Ich glaube, da müssen... Für die Setzlinge könnten wir dann doch nochmal mit einer Steve-Karts-Anlage arbeiten. Können wir das Holz irgendwie zu Holzkohle oder sowas verarbeiten und das dann nochmal verbrennen für Energie? Ja, ja. Zusätzlichen Strom, das ist ja immer gut. Ja. Schau ich mir nachher nochmal auf dem Server ab von Trevolo, wie die das gemacht haben. Alter, ich sehe gerade nur diesen massiven Baumstamm. Was erwartest du? Alter, da haben wir jetzt echt was zusammengezüchtet. Bist du die Wisp da oben? Ja, ja, ich bin gerade Queen von mir. Hat er jemand Spaß mit seiner neuen Waffe? Oh ja. Machen wir jetzt mal Mana-Ring. Macht das. So, auf jeden Fall machen wir uns dann hier nochmal eine Truhe für Setzlinge. Ah, komm, das Laub tun wir da auch nochmal rein. Hm. Möchte das braucht viel Mana-Stil. Aber das hier ist doch nicht das Problem. Nee, stimmt, genau. Terras, die war das Problem. Okay, das ist alles gut. Ich würde schon gesagt haben, mach ich das nicht schwach. Terras, die kann man dann auch noch upgraden, aber ich glaube, so viel Mana brauche ich jetzt auch nicht. Ja, es hat auf jeden Fall das Vierfache. Ja, also, das normale fasst schon einen kompletten Mana-Pool. Ja, aber du hast auch. Nee, müsste einfassen. Ist ein Goldberg auf Holding? Ach, das ist der von Speed. Ah ja, stimmt. Brauchst du noch einen Goldberg auf Holding? Was ist das? Ja, das ist einfach eine Doppeltruhe, die du dabei hast. Achso, oh, das klingt sehr gut. Ja, die ist hier vorne beim Runterfallloch direkt am Lager. Okay. Auch eine wundervolle Bezeichnung, das Runterfallloch. So, ich tue uns mal gerade einen Gefallen und gehe mal kurz knacken. Boah. Ach, jetzt. Kann ich hier gerade schlafen? Ja. Ich bin jetzt mal gerade im Bett zum Schlafen, ne? Hast du nichts gesehen? Ja, ja, hau rein. Reiki, Reiki, Rise and Shine, good morning everyone! Ja, das konnte man nicht noch gut ausdrücken. Gut, dann machen wir hier nochmal die Bäume groß und den klatschen wir auch mal gerade. Hier die Spruce müssen wir auf jeden Fall groß machen und die fällen wir dann direkt. Weil Spruce ist so ziemlich einer der wichtigsten Bäume von Anfang. Und ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo wir hier in der Nähe noch ein Biom davon haben. Gut. Ich mache mir einfach gerade eine neue Schere. Habe ich zufälligerweise Eisen dabei? Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ja, guck mal, kann ich ja hier schon direkt. Ich bin gerade so voll, als wären wir schon ewig am Aufnehmen, also für diese Folge. Nö, die läuft glaube ich noch nicht so lange. Ja, die ist auch nur bei 10 Minuten angekommen.
So. Eins Wurstzeppling, Happy Birthday. Komm, dann machen wir einfach mal den hier. Ah, es geht so gut. Bin gerade überlegen, wie wir erfolgreich mehr Sitzdinge bekommen, weil mit zwei kommen wir eindeutig nicht so weit. Nicht so wirklich. Also wir können. Uah, Creeper vom Haus. Auf dem Haus oder in dem Haus? Vor. Jetzt nicht mehr. Lol. What the fuck? So, machen wir auf jeden Fall mal das Holz klein. Okay. Also es wird so eine kleine Farmfolge, da werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir das mal mit Steve Katz ein bisschen automatisieren. Das werde ich auf jeden Fall aber nochmal in der Folge zeigen, wie wir das machen. Werde ich mal schauen, dass ich mir mal den Trivolo mal schnell schnappe, dass er mir das ein bisschen erklärt. Weil ich bin da so ganz ehrlich so... wie hießen die Typen nochmal bei Harry Potter, die unwissend sind, hier Muggel, ne? Ziemlich genau das. Ja. Also Steve Katz habe ich ehrlich gesagt noch nie gearbeitet. Dominik? Ja? Kannst du mich ganz normal sehen, wenn ich in der Form hier bin? Ah, Moment, jetzt kann ich mich... Nee. Das ist ein Hodenkobold. Siehst du mich ganz normal? Ja. Okay, aber bei mir hänge ich immer zwei Blöcke im Boden, was ziemlich genau meiner Größe entspricht. Slime. Ja. Kein Slime. Wenn du gerade nicht so wirklich was zu tun hast, kannst du mir einen Gefallen tun und vielleicht mal so ein bisschen die Bäume züchten? Kann ich machen. Der hat gerade ein Red Heart gedroppt. Oh, nice. Wisser können wir eigentlich auch irgendwann mal töten. Was ich auf jeden Fall mal gerade mache. So, jetzt haben wir hier schon mal fünf, ja, sechs von denen, das ist sehr schön. Ja, komm, pflanzen wir hier noch ein. Okay, was für Bäume soll ich züchten? Quasi. Birke. Eiche, Scheiß. Ja, alles aus dem Dschungel brauchen wir. Das Laubtuch ist erstmal dazu, das auch. Einfach hier in die Umgebung oder wie? Ja, man macht einfach dafür am besten eine Schere, vielleicht kann man aus dem Laub dann wirklich mal irgendwie was recyceln, weiß ich noch nicht genau. So, warte mal. Ich zerpflück auf jeden Fall einen Baum noch gerade für Eichensetzlinge, oder ist hier drüben irgendwie was gedroppt? Also Setzlinge können wir gerade so viele brauchen wie möglich. Alles außer Rubber. Irgendwie sind wir auch die Ökos. Erst pflücken wir die ganze Zeit Blumen und jetzt pflanzen wir die ganze Zeit Bäume. Stimmt. Na, wir haben Atomreaktor, also geht das wiederum klar. Ja, der irgendwie die Produktivität von einem Scheißhaufen hat. Halt's Maul. Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir eine Enderkurve ins Laufen kriegen. Ah. Hast du noch ein paar Eisensetzlinge, die du gerade nicht brauchst? Nein, ich wollte gerade abfarmen gehen. Also Setzlinge könnt ihr so viel Eisen. Ja, okay, hier sind noch ein paar. Fällt einfach mal die Bäume da bei uns in der Nähe? Ja, bin gerade dabei. Gut. Da könnt ihr so eigentlich mal zeigen, wofür wir die Setzlinge brauchen. Und zwar haben wir jetzt hier 9 Oak Saplings. Die können wir hier im Witch's Ofen verbrennen. So, und jetzt warten wir mal einen kurzen Moment. Und wenn wir einen verbrannt haben, wir bekommen hier Wood Ash raus. Nicht hier Ash aus Pokémon, sondern Asche. Und ja, der muss da gerade auch sein. So, was kann man aus der Wood Ash machen? Man kann hier mit Tea of the Goddess... Was das ist, komme ich später zu. Gypsum, was das ist, komme ich später zu. Und Wood Ash Ritualkreide machen, also Ritual Chalk. Oder hier ein Buch, Witchcraft, Conjuration and Fetish.
Oder wir können einfach reinlegen, wir bekommen Quicklime. Oder wir bekommen mit 7 und einem Knochen 7 Bone Meal oder 6 oder so weiter. Ja, das war auf jeden Fall das schon, was wir daraus machen können. Aber wir bekommen zu einer gewissen Prozentzahl noch sowas raus. Das ist, ich würde es jetzt mal Essenzen nennen. Das ist, dieses hier nennt sich Exhale of the Horned One. Was wir daraus machen können, eine Voodoo-Puppe, eine Vampir-Puppe, Eichenstachel, worauf wir es abgesehen haben, hier Altar. Können wir jetzt noch nicht machen. Wir brauchen noch vier. Moment. Halt hier diese Stacheln, wie gesagt. Ja. Dann können wir im Witch's Cauldron mit einer Mandrake, Exhale of the Round One und einem Ei können wir Mutandis machen. Das haben sie aber verändert. Da brauchen wir jetzt wirklich den Witch's Cauldron für, anscheinend. Muss ich mal gerade schauen, wo der ist, da. Nee, ich habe ganze 8 Setzlinge zusammenbekommen. Okay, da muss ich mal gerade googeln, wie man den bekommt, den Witch's Cauldron. Muss ich mal gerade außerhalb der Aufnahme was nachschauen. Das ist ja total unprofessionell. Aber so kennt man mich ja. Immer unvorbereitet oder so ähnlich. Okay. Witchery. Gehen wir mal auf hier die Seite vom Mod-Entwickler. Items wird es ja wohl bei sein, hoffe ich mal. Ja, ah, gleich habe ich es. Nur einen Moment warten, da wird es Squadron. Das war gut. So, wo steht jetzt, wie man den bekommt? Hä? Crafting? Danke. Sorry, das sollte eigentlich knapp vorbeigehen. Okay, das ist ja sehr interessant, dass hier jetzt steht, wie man den... Oder bin ich einfach nur... Nee, man kann den nicht craften. Mutant, das ist so... Ja, das ist jetzt sehr hilfreich. Nicht. Das ist gerade verdammt blöd, weil wir brauchen Mutandis, um weiterzukommen. Oder gibt und es hier noch... Das geht jetzt einfach so nicht, oder wie? Also offiziell brauchen wir laut Rezept dafür den Witch's Cauldron, aber der hat irgendwie kein Rezept zum Craften. Geht auf jeden Fall wirklich nur im Witch's Cauldron. Witch's Cauldron ist... Ah, Moment. Ah, okay, hab's gefunden. Yay. So, da haben wir jetzt ein bisschen Exhale of the Horned One und ein bisschen Wood Ash. Ach, du hast schon neue Setzlinge gerade nachgefüllt? Naja, ich hab ein paar gefunden. Gut. Kannst auf jeden Fall auch hier direkt anpflanzen und so weiter. Brauchen wir auch jede Menge. Jo. Ich schaue mal jetzt gerade auch im TS. Okay, Flo ist da, das heißt ja... Ich zeige jetzt mal ganz schnell, wie man diesen Witch's Cauldron macht. Und zwar brauchen wir dafür... Oh, das ist noch ungewohnt, dass jetzt alles im MB-System ist. Wir brauchen einen normalen Cauldron. Dann am besten einen Netherrack. Kommen wir mal hier die Blitz zur Deko. Und da brauchen wir Seeds. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, als ich es nicht gehört habe. Ja, ich bin zum Glück schnell genug weggeflogen. Miau. Ich mach doch nochmal ganz schnell die Tür zu. So.
Und dann klatschen wir jetzt hier. Machen wir das einmal so. Den Netherrack packen wir dann da unten hin. Und das wird angezündet. So, darauf kommt der Cauldron. So, es ist dann nicht wie bei Fallout, man auch irgendwie rechtsklick mit dem Zauberstab. Wir können aus Noble Seeds, Water Artichock Seeds, Mandrake und Belladonna so eine Anointing Paste machen. Alter, das ist ein Name. Da machen wir jetzt einmal rechtsklick und wir haben den Witch Cauldron. So, jetzt können wir halt den Witch Cauldron Mutantis machen. Aber die Folge ist damit schon leider vorbei. Da habe ich jetzt ein bisschen lang gebraucht, um es zu finden, wie es geht. Auf jeden Fall, was man mit Mutantis machen kann. Wer weiß, vielleicht. Na, kommen wir schon mal, dass wir ganz schnell noch ein Mutantis hergestellt kriegen. Verbrauchen wir auf jeden Fall noch eine Mandrake. Und das war noch ein Ei. Nee, das war eine Water-Artischocke. Mandrake. Irgendwo hier die Ruby Hole wird es richten. Und dann gammeln wir uns hier bei der Hühnerfarm ein. Tatsächlich schon 7 drin, das reicht schon mal. Alter, was kommt hier schon alles angescheißert? Okay, machen wir es gerade richtig billig. Rechtsklick. So, Mandrake rein. Hoch, die ist jetzt fertig. Beim Pflücken kommt was Lustiges. Wow. Das will ich aber mal gerade zeigen. Ich fühle mich getrollert, Leute. Will mich. Normalerweise kommt der hier immer dieses lustige Kackvieh raus, jetzt nicht. Soll mir auch recht sein. Du wirst das überlegen. Ja. So, jetzt brauche ich mal ganz, ganz schnell ein Wasser. Water, 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 Water. Water haben wir hier irgendwo. Da ist Water. Water haben wir. So. Wasser ist drin. Müssen wir jetzt warten, bis es am Blubbern ist. Das ist am Blubbern. Das sieht gut aus. Und dann nehmen wir jetzt hier dieses Exhale of the Hauntman raus. Haben wir ja auch schon ein neues. Sehr schön. So, da werfen wir jetzt eine Mandrake rein. Exhale of the Haunt One und ein Ei. Und ein Ei. Vicky, bist du mal kurz da? Das haben sie auf jeden Fall umgeändert. Das ist mir auch komplett neu. Ja. Wo bist du? Okay, das war Mutandis. Ist das Hühnerei jetzt da drin oder was? Ah, da warten wir jetzt einfach mal. Aber offiziell müsste da jetzt eigentlich Mutantis rauskommen. Na gut, dann machst du in der nächsten Folge. Ja, das wird jetzt so lange. Gut. Auf jeden Fall. Danke euch auf jeden Fall dann schon mal beim Zuschauen. Fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich auch damit mit Mutandis. Bis dahin. Tschüss. Ciao.